Toleranz, Liebe, Religion, Islam. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Aspekte des Islam. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Aspekte des Islam hier auf Titel TV, dem Bürgerkanal Hamburgs. Unser heutiges Thema lautet Notwendigkeit der Religion. Wir von der Ahmadiyya Muslimgemeinde sind eine islamische Reformgemeinde, die niemals in irgendeinem Land mit Terror- oder Gewaltanwendungen in Verbindung gebracht wurde. Der Islam der Ahmadiyya lehrt Frieden, Toleranz und Harmonie auf der ganzen Welt. Das Motto lautet Liebe für alle, Hass für keinen. Sehr geehrte Zuschauer, wir haben heute einen Ehrengast hier im Studio bei uns live dabei. Dieser Ehrengast war auch damals schon, als Aspekte des Islam hier bei TIDE begonnen hat, schon ein sehr, sehr angesehener Gast. Die Rede ist von Herrn Hidayatullah Hübsch. Für alle die, die ihn noch nicht kennen, möchte ich ihn auch noch einmal vorstellen. Herr Hübsch ist 1946 in Chemnitz geboren. 1969 ist er dann zum Islam übergetreten. Von 1992 bis 2000 war er Vorsitzender des Verbandes Deutscher Schriftsteller in Hessen. Er ist Mitglied des Ethikausschusses in Hessen und hat über 100 Bücher veröffentlicht. Er ist der Imam der Moschee in Frankfurt, der Nur-Moschee. Herr Hübsch, herzlich willkommen, dass Sie heute auch wieder bei uns in Hamburg zu Gast sind. Vielen Dank für die Einladung. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben natürlich auch heute wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Dies können Sie per Telefon tun. Die Telefonnummer wird auch noch einmal eingeblendet. Ich nenne sie auch noch einmal. Das ist die 040 für Hamburg, 413-465-90. Diese Frage wird dann hier ins Studio geleitet. Sie können uns aber auch eine E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse lautet aspekte@tidenet.de. Diese E-Mail landet dann auch hier direkt im Studio und wir werden dann im Anschluss, nachdem wir das Themengebiet behandelt haben, mit Herrn Hübsch zusammen diese Fragen dann beantworten. Beginnen wir nun mit dem Thema Notwendigkeit der Religion. Herr Hübsch, bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich Sie noch einmal bitten, das Wort Religion einmal genauer zu definieren. Wie kann man das Wort Religion definieren, Herr Hübsch? Das ist ein Wort aus dem Lateinischen. Das Lateinische ist eine tote Sprache. Sie wurde gesprochen von den Römern vor 2000 Jahren, den Italienern, aber hat nichts zu tun mit Italienisch. Ja. Und wörtlich übersetzt heißt Religion Rückverbindung. Und meint also, dass durch einen Willensakt, durch eine Anstrengung des Verstandes und der Intuition, der Mensch sich verbinden soll mit Gott, zurückverbinden soll mit Gott. Ja. Der Weg des Menschen, der religiös ist, ist also das Bemühen um eine Verbindung mit Gott. Herr Hübsch, das Wort Religion, ist das nicht auch eine Art Gesetz, wie man sich zu verhalten hat zum Beispiel, wie man denkt, was man tagtäglich tut? Kann man damit nicht auch Religion verbinden? Ja, sicherlich. Ich meine, jeder Mensch hat bestimmte Regeln, selbstgemachte oder übernommene, mit denen er sich beschäftigt oder die er auch einhält, nach besten Kräften und bestem Wissen und Gewissen. Und je nachdem, wie weit er mit den Regeln kommt, wird er sich an sie halten. Manchmal verrennt man sich auch. Aber auf jeden Fall ist es so, dass kein Mensch ohne bestimmte Prinzipien, ohne Regeln, ohne Routine oder bestimmte Maßstäbe auskommen kann. Herr Hübsch, um auf das Thema Notwendigkeit der Religion zu kommen. Es gibt verschiedene Wege, um jetzt zur Religion zu kommen. Welche Wege gibt es? Ich nenne zum Beispiel einmal den Weg bei der Geburt. Es gibt viele Menschen, die bei der Geburt eine Religion halt zugeordnet bekommen von den Eltern direkt. Es gibt aber auch einen anderen Weg, nämlich wenn man nach dem Kindesalter halt in der Jugend oder auch wenn man erwachsen ist, dann erst zur Religion kommt. Welche Wege gibt es? Also der Prophet Mohammed, Segen Frieden Allah auf ihm, hatte gesagt, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch
wird im Zustand der Gottergebenheit geboren. Das heißt, die Anlage des Kindes ist es, sich entsprechend den Naturgesetzen, entsprechend der Vernunft, entsprechend dem, was ihm gut tut, was ihn weiterbringt, zu verhalten. Hm. Das ist eine natürliche Gabe des Menschen. Das ist aber noch nicht religiös, das ist einfach nur der Zustand. Ja. Religiös wird ein Mensch dann, wenn er diese Erfahrungen, die er gesammelt hat, bewusst akzeptiert oder bewusst ablehnt. Mhm. Wenn er sich also durch einen Bewusstseinsakt entscheidet, vernunftgemäß für oder gegen eine bestimmte Wahrnehmung oder einen Glauben oder einen Zustand. Ja. Ohne diese ganz konkrete Arbeit an sich selbst, diese Bewusstseinshandlung, kann es Religion nicht geben. Mhm. Also Religion oder religiös sein wird einem nicht in die Wiege gelegt. Ein Mensch, der mit der Natur eines Lammes oder eines Schafes geboren wird und ganz sanftmütig ist, ist nicht dadurch religiös. Ja. Religiös wird er erst, wenn er mit Hilfe von Erfahrungen und Kampf gegen sich selbst, Wut oder Zorn gelernt hat, zu unterdrücken oder zu bewältigen, zu analysieren und aufzuarbeiten und dann in der Bewältigung der Wut zur Sanftmut kommt. Das ist also dann ein religiöser Akt und das führt ihn zur Moral, zum Schluss zur Moral. Die Moral aber ist auch noch nicht religiös im eigentlichen Sinne, aber sie ist der Schritt zum Religiösen. Ja. Denn Moral kann nur dadurch entstehen, dass der Mensch selbstkritisch wird. Ohne Selbstkritik kann kein Mensch sagen, er sei über das Tier hinausgewachsen. Mhm. Also Selbstkritik ist das Wesentliche. Der Mensch, der anfängt, selbstkritisch zu werden, er beginnt sozusagen eine religiöse Art und Weise zu leben, zu starten. Mhm. Aber die Selbstkritik ist nicht das Ende, sondern sie ist eine Zwischenstufe. Ja. Spirituell oder religiös wird ein Mensch dann, wenn das Geistige überhand nimmt, das heißt, wenn das Bedürfnis nach geistigen Dingen größer wird als das Bedürfnis nach weltlichen Dingen. Ja. Und dann beginnt der Bereich des Spirituellen, wo der Mensch Erfahrungen auf ganz anderen Ebenen macht, als das, was man normalerweise durch die Sinne wahrnimmt. Ja. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben natürlich immer noch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Die Telefonnummer wird ab und zu eingeblendet. Ich nenne sie auch noch einmal 040 für Hamburg 413-465-90. Oder Sie schicken uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet aspekte@tidenet.de. Also das Schwierige, wenn ich das noch hinzufügen darf, das Schwierige, wenn wir heutzutage Religion sagen, ist, dass die Leute sich voller Grausen vor dem Wort abwenden und sagen, das ist alles Show, das bringt überhaupt nichts ein, das ist Heuchelei, das ist nur Vormacherei, das sind leere Versprechungen, die von den Religionen gegeben werden. Das aber ist nicht richtig, wenn man tatsächlich religiöse Menschen befragt. Natürlich gibt es Scharlatane oder Leute, die eine Nervosität bereits für einen Zustand der spirituellen Freude halten, um es mal ironisch zu sagen. Ja. Aber wir haben Zeugnisse, jeder religiöse Mensch hat Beweise dafür, aber Zeugnisse von Menschen, die den religiösen Weg zu Ende gegangen sind, das heißt, die eine Art Vereinigung oder Nähe zu Gott erreicht haben. Durch die Religion. Durch die Religion, durch den religiösen Weg, durch das, was die Religion sagt. Mhm. Wir haben diese Menschen unter uns und diese Menschen sollten befragt werden, kritisch befragt werden. Was erlebt ihr eigentlich, wenn ihr religiös seid? Ja. Warum seid ihr religiös? Ja. Wenn Religion nichts weiter ist als eine Zwangsjacke, indem man sich einfach einigelt und nach bestimmten Gesetzen funktioniert, dann ist das nicht die Befreiung, die Religion will. Religion will ja die Befreiung von allen Anhaftungen an etwas, was einen kettet, was einen zum Sklaven macht, was einen unfähig macht, das volle Potenzial des Kopfes, des Herzens zu leben und zu erleben. Ja. Liebe zum Beispiel ist das Fundament von jeder Religion. Eine Religion ohne Liebe kann es nicht geben. Ja. Und Liebe ist etwas, was letztlich nur dann wirklich scheint und strahlt, wenn sie selbstlos, das heißt ohne Egoismus, ohne das Prinzip, eine Hand wäscht die andere oder ich gebe dir und du gibst mir, funktioniert. Ja. Ja. Also wenn
Wenn Liebe aber erfahren wird auf dieser hohen Ebene der Selbstlosigkeit, des Uneigennützes, dann blüht das Herz auf. Mhm. Das sind tatsächlich auch körperlich wahrzunehmende Erfahrungen, ja, die an Intensität und an Freude und Genuss all das überschreiten, mhm, was Menschen normalerweise unter Vergnügungen verstehen. Ja. Und da hinauf sich zu schwingen, das ist das Problem für die Menschen, die von vornherein Himmel oder Leben nach dem Tode oder geistige Erlebnisse oder Spirituelles ablehnen. Ja, Herr Hübsch, Sie hatten einen ganz tollen Aspekt genannt, Religion verbindet Liebe. Das ist das, was wir auch heutzutage sehen, aber Sie sagten auch, dass viele auch sagen, Religion, das sind nur leere Versprechungen. Ja. Wieso ist das so? Zum Beispiel, wenn wir auf den Islam gucken, der Islam, viele Menschen fürchten sich auch vor dem Islam. Wie ist das entstanden? Wieso ist das passiert, Herr Hübsch? Es ist deswegen so schwierig, mit religiösen Menschen umzugehen, weil viele einen Predigerton oder eine, wie man im Deutschen sagt, Oberlehrer-Mentalität angenommen haben, wo sie immer meinen, sie seien besser als alle anderen und hätten die anderen zu Schulmeistern. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was Religionen oder religiöse Menschen sein sollen. Der religiöse Mensch ist nicht jemand, der naseweis oder hochmütig oder arrogant über andere richtet, sondern der religiöse Mensch ist jemand, der mit Hingabe, mit Verständnis, mit Weisheit versucht, den anderen zu verstehen und dann Tipps zu geben, entweder tatsächlich durch Worte oder durch Zeichen oder auch nur durch Gebete, wie der andere Mensch aus seiner Schwierigkeit rauskommen kann. Mhm. Also der wirklich religiöse Mensch ist nicht der, der an der Kante steht und donnert und Höllenstrafen androht. Ja, Ich meine, natürlich muss man den Menschen darauf aufmerksam machen, wenn sie bestimmte Wege gehen, dass sie dann in Kummer und in Pein und in Sorge landen werden. Das ist ganz klar. Man muss den Menschen das ausmalen auch. Ja, aber ja, nur ja. dieses Donnern und Schimpfen und Fluchen, was also die Ungläubigen betrifft, ja, das ist überhaupt nicht religiös. Mhm. Und der Islam steht nun mal durch eine Vielzahl von Aktionen in einem schlechten Geruch da. Das hat zum einen was damit zu tun, dass der Islam ja ein direkter Konkurrent ist zum Christentum und die herrschende Gewalt in europäischen Ländern und westlichen Ländern vom Christentum stark beeinflusst ist oder auch das Christentum selbst diese Gewalt ausübt. Mhm. Und da hat man es oftmals gar nicht ernst genommen, was der Islam sagt und war auch nicht zimperlich, den Islam als Betrug abzutun oder über Islam zu schimpfen und unsachlich und lügnerisch über Islam etwas zu sagen. Das hat sich im Bewusstsein der Leute festgefressen. Hinzu kommt, dass viele Muslime eben genau das Schlimme tun, was ich gerade eben gesagt habe. Sie fluchen und bedrohen die anderen, anstatt deren Probleme zu verstehen. Das heißt, wenn der Prophet Mohammed, Segen Frieden Allah sei auf ihm, gesagt hat, Liebe ist die Religion des Islams. Liebe ist die Grundlage meiner Religion. Mhm. Wenn die Menschen, die Muslime, das beherzigen würden, dann hätten wir auch nicht diese vielen Ängste, die die Deutschen zurzeit, viele Deutsche jetzt haben. Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Hübsch. Am Anfang sagten Sie, bei der Geburt könnte man zwar die Religion in die Wiege bekommen, aber ist es noch lange nicht so. Man hat die Dispensation, das heißt, man hat die Anlage dafür. Ja. Aber man ist kein religiöser Mensch, weil religiöses Wesen ein Bewusstseinsakt ist. Genau. Und das kleine Kind hat nicht diese Fähigkeit, Bewusstsein zu entfalten. Und da wollte ich nochmal drauf zurück. Ich wollte einfach nochmal fragen, wann spürt man denn, dass das Geistige überwiegt? Also was sind Anzeichen dafür? Also das kann schon bei kleinen Kindern beginnen. Ich erinnere mich selbst, und ich war kein Muslim als Kind, ich bin christlich erzogen worden, wenn auch ziemlich liberal, aber ich bin regelmäßig in den Kindergottesdienst gegangen und so weiter. Mhm. Aber ich erinnere mich an einen Zustand, wo ich eine Schere in der Schule verloren hatte und ich hatte furchtbare Angst, weil meine Mutter sehr streng war, wenn ich Dinge verloren hatte. Und als ich das merkte, bin ich dann zurück zur Schule gegangen und unterwegs habe ich ganz intensiv gebetet, oh Gott, lass mich die Schere wieder bekommen. Und das war sehr kindlich natürlich, aber tatsächlich habe ich dann in der Schule eine Schere bekommen. Das war zwar nicht die eigene, die ich zuvor gehabt hatte, ein anderer Schüler hatte sie mitgenommen, seine da gelassen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, und da war ich vielleicht 6 Jahre alt oder 7 Jahre alt, dass das Gebet erhört ist. Wir haben in unserer Gemeinde, der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, viele Kinder, die im Alter von 5, 6
Jahren wahre Träume haben, also Träume, die in Erfüllung gehen. Ja. Also religiös beeinflusst zu sein, indem man lernt, dass es notwendig ist, sich an Gott zu wenden, weil das Fortschritt bedeutet. Mhm. Dass es gut ist, Gottes zu gedenken, weil das aufbaut. Dass es schön ist, zu beten, weil das Hilfe gibt. Ja, ja, wenn das kleine Kind das von Anfang an lernt, als 3-4-jähriges Kind, dann wächst es damit auf und es ist dann eine gute Angewohnheit des Kindes, dass es eben am Gebet festhält. Und so wird man also von Anfang an, von Kindesbeinen an, religiös geleitet. Aber der bewusste Sprung in das Religiöse hinein, der muss getan werden. Es ist nicht so, dass man nahtlos übergeht irgendwie dann ins Religiöse, mhm. sondern im Islam heißt es so, dass wenn das Kind religionsmündig ist, ja. das ist etwa so mit 14, 13, 14, 15, also Pubertätsende, ja. Dieser Schlussstrich unter das Kindheitsalter, der muss besagen, ich wende mich jetzt bewusst der Religion zu. Deswegen haben meine Kinder auch ihren Eintritt in die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde durch einen Brief an den Kalifen, als sie dann religionsmündig waren, bestätigt. Mhm. Nicht einfach so hineingewachsen. Ja, ja, ja.